ho, ho. So fing wohl alles an. Hey Leute, ich hoffe, euch hat mein erstes kleines Video gefallen. Danke nochmal an Fabi für die coolen Aufnahmen. Und ja, kommen wir mal zu mir. Ich bin Elias, ich bin 20 Jahre alt, wohne in Berlin und bin E-Sportler für Hertha BSC. Hey Leute, was geht? Wir sind hier auf meinem YouTube-Channel. Ich habe hier irgend so einen Komiker auf der Straße aufgegabelt. Ich weiß nicht mal, wo er sein. Was ist das hier? Was ist das hier? Wurst machen. Achso, okay. Große Wurst. Nein, Spaß. Lustig sein konnte der Mann schon immer. Ich mache wieder ein bisschen ASMR für euch. Ich weiß, ihr liebt das. Egal, ist nur ein Spiel. Genau machen, was bei mir nicht reingeht. Und bei ihm geht jeder Scheißdreck. Ich krieg's nicht. Hey Edi. It's N97. Hello, hello. Welcome to yes, the channel. Yes. Yeah, yeah. Hey, how are you? I'm fine, too. Too. So, Edi Jala. Yeah, he posting picture with Wuselik. The caption of the picture was Wuselik, and Wuselik is... What means Wuselik? Wuselik is not easy to catch, like a, I like a chipmunk. No, that was a little bit funny joke on the rant. On the rant? On the rant, am Rande. Doch dann endete sich einiges. So, wird wahrscheinlich im Titel stehen. Aber Freunde, ich bin nicht mehr bei Hertha BSC. Also, ich bin kein Content Creator mehr. Die Wege haben sich getrennt. Und ab da ging es los mit einigen Firmen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade gesehen, das Video, beziehungsweise der Vorstellungstrailer oder das Vorstellungsvideo. Und jetzt ist es offiziell, ich habe mein eigenes E-Sport-Team. Sydney und ich haben zusammen eine Firma gegründet. So. Eine Modemarke. Elevate, Aufstieg. Die App gemacht haben, beziehungsweise er hat sie programmiert. Das ist Lukas. Den Mann kenne ich seit... Den Mann kennen wir? 10, 12 Jahre. Also, Willi, Sydney und ich waren am Dienstag in Stuttgart bei unserer Produktion für Vita Welt. Eine Firma ist wie ein kleines Baby gewesen. Über Delay Sports, das ist der zukünftige Kameramann für Delay Sports, der filmt die ganzen Spiele etc. pp. Der Mann ist seit seiner Kindheit fußballerisch ein wenig aktiv. Komm her jetzt! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Channel. Ich greif dir irgendwann nochmal an. Machen wir eine Fußball-Challenge. Es kann aber nicht alles gut laufen und ausgerechnet Fußball brachte einen Schicksalsschlag. Ich muss hier so liegen. Also ich sitze hier so halb, ich liege hier so halb in meinem Stuhl, damit mein Bein so ausgestreckt oder so ein bisschen ausgestreckt werden kann. Und ja, bin auch ein bisschen mitgenommen oder sehe wahrscheinlich ein bisschen mitgenommen aus. Letzten Tage waren auf jeden Fall auch nicht einfach für mich. Das ist jetzt 3 Tage her. Hatte auch ein bisschen Zeit, um mir so ein paar Gedanken zu machen. Wusste eigentlich relativ früh, dass es ein Kreuzbandriss ist. Aber egal, was war, der Mann hat alle weiter unterhalten. Neuen Transfer, Freunde. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Niklas, 22, ledig. Froh, dass ich hier sein darf und immer weiter. Klingt blöd. Ja? Aber einer wird nicht reichen. Ja? Top-Qualität. Wer hat im Moment das meiste Geld auf dem Konto? Das meiste Geld auf dem Konto? Ja. Auf dem Konto? Ja. Stimmt, also... Wir leben in Erde. Ja, Erde. Ja, Erde. Ja, alles gut? Ich glaube, meine Hand zittert ein bisschen. Ja, alle Eli. Ja. Weil du in Aktien drin bist. Mach dir auf knapp. Weil der Mann in Aktien drin ist. Ich investiere kein Geld in Aktien. Aktien, ja, okay. Ich bin Aktienmillionär. Du bist Aktienmillionär. Scheiße, Mann. Wie ihr schon gesehen habt, ist er eigentlich öfters mit 2 anderen Pflaumenpflückern unterwegs. Wow, wir sind Fans! Grüß dich.
Privatkonto 75.415,93 €. Girokonto 52.400 €. Auf dem privaten Konto. Aber ich habe auch nichts. Also eigentlich alles, was ich verdiene, stecke ich irgendwo halt rein. Okay, ich habe es nicht gesagt bei ihm im Video. Geschäftlich sind bei mir ja 1,2 Millionen. Also. Und das ist halt das. Nein. Nicht zu vergessen, die Frau an seiner Seite. Also so ein Urlaub, wenn es nicht mehr läuft, will ich da OnlyFans, ne? Blaues Haar, blondes Haar gefunden. Wo kommt das her, Edi? Als du gerade im Wasser warst, da war ja so eine Blondine. Mhm. Die hat sich auf meinen Schoß gesetzt. Ja. Da war richtig Feuer drin. Und jetzt so, hey, bist du nicht der Streamer? Weil jeder sollte in seinem Leben einen Traum haben. Ich, also genau, ich der bin ich. Ne? Ich bin Sub im 10. Dankeschön für den Support, merci. Sub im 10. Wer? Ja. Merkst du selber langsam. Es gibt viele Mädchen, die sind bei mir Sub. Viele wissen es auch zu schätzen. Illegaler Antrag wartet, dick, tack, dick, tack. Er hat sich auch natürlich paar Lebensziele erfüllt oder anderen eine Freude gemacht. Geller der Eierkopf, meine Freundin, die Frau hat heute Geburtstag und ich habe mich dazu entschlossen, ihr ein Geschenk zu machen. Es ist nicht irgendein Geschenk, Freunde, es ist ein Auto, Freunde. Hallo, ey. Was ist? Nicht weinen, wieso weinst du immer? Wenn ihr das Video sehen werdet, ist es, denke ich, ja, es ist offiziell. Ich war beim Notar und eigentlich ist alles geklärt. Ich konnte einen meiner Lebensziele nachgehen. Und zwar konnte ich meiner Mama ein Haus kaufen. Und wie das alles zustande gekommen ist und so, werde ich euch jetzt gleich erklären. Dann habe ich so zum allerersten Mal mir gesagt, okay, Edi, das geht so nicht, du holst dir jetzt ein Auto. Dann habe ich ihr ein Auto geholt und meine Mutter angefangen zu weinen. Das war mehr oder weniger für meine ganze Familie da eigentlich. Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist endlich soweit. Wir nehmen heute eine Fußball-Challenge auf gegen den Mann hier, gegen Toni Kroos, Freunde. Ich freue mich. Ja. Meine Kinder unterschreiben. So, Freunde, und jetzt ist es ganz, ganz offiziell. Ich bin jetzt Markenbotschafter von Adidas. Gerade die Unterschrift gesetzt, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Völlig unreales Gefühl. Die zeigen mir jetzt hier nochmal das ganze Gelände. Es ist voll krass. Und zu guter Letzt die ganzen veranstalteten Events. Erster Edi Geller Cup, Freunde, war am Start. Es war sehr, sehr geil. Danke an das ganze Team sagen, Freunde. Wir haben hier innerhalb kürzester Zeit, beziehungsweise über ganz langen Zeitplan haben wir das geplant, aber am Ende wurde es dann konkreter, haben wir hier alles hinbekommen. Zeigen wir euch jetzt mal die Villa, ein paar Eindrücke, wir sind seit gestern da. Manche haben noch leichten Infos. Die wollen heute zum Ballermann. Morgen ist das Event. Ich meine zu sehen, die sollen sich ein bisschen entspannen. Jetzt in München und ihr seht schon, wir sind im Audi-Dom und es ist wirklich eine echt super coole Kulisse. Wir sind alle sehr, sehr heiß und wir sind sehr dankbar, dass wir das mit RTL Plus umsetzen können. Alleine hätten wir das ganze Konzept niemals so hinbekommen. Erstmal Applaus an euch selber, 150 Live-Zuschauer, das erste Mal tatsächlich bei einem Fortnite-Event. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir sind sehr happy und froh darüber. Und das ist Edi Geller! Die Mercedes-Benz Arena ist ausverkauft und das möchten wir jetzt noch mal hören. Wo seid ihr? Edi